Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Wir befinden uns in Manila Bay und es regnet hier aus Kübeln. Ja, und was ist heute unser Plan? Ganz klar, wir werden uns noch ein bisschen um die Bedürfnisse unserer Bewohner kümmern. Aber zunächst, hier unten ist gerade ein Großbrand entstanden. Da gehen wir doch mal ins Detail hinein und sehen aber schon, unsere Einsatzkräfte sind unterwegs. Ist hier eventuell wieder ein Brandstifter unterwegs? Man weiß es nicht. Die Tageszeitungen sind noch am Ermitteln, genauso wie natürlich die hiesige Polizei. Aber zumindest sind unsere Feuerwehren im Einsatz und schon vor dem entsprechenden Objekten. Es sind ja mehrere, die hier in Flammen stehen. Und ich hoffe mal, dass dieser Brand schnellstmöglichst auch wieder gelöscht wird. Gut, okay. Also, wir schalten mal das Interface wieder ein. Wir sehen, wir machen momentan eigentlich relativ gutes Plus. Somit sollten wir die Millionengrenze langsam und schnell wieder erreichen. Es donnert und blitzt noch. Nichtsdestotrotz werden wir mal schauen, dass wir jetzt hier ein bisschen weiter die Bedürfnisse unserer Bewohner im Fokus behalten. Und da sehen wir, entweder benötigen wir Schwerindustrie oder Bürogebäude. Für den Fall würde ich fast vorschlagen, machen wir nochmal hier Bürogebäude hin. Nee, nicht hier hin, sondern hier vielleicht im Urlaubsort. Oder? Nee, im Urlaubsort machen wir kein Büro hin. Nein, 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 nein. In den Obstgartenhöhen vielleicht. Hier hätten wir nochmal durchaus ein bisschen Platz. Den könnten wir vielleicht noch nutzen. Mal schauen, wie die Gebäude aussehen, die hier entstehen werden. Dann haben wir hier einen Zeppelin-Bereich. Hier wären sicherlich auch nochmal ein paar Büros ganz angenehm. Ja, ansonsten haben wir so gut wie jeden Platz schon belegt. Hier vielleicht nochmal eins hin. Hier würde ich nichts hinsetzen, das würde ich so lassen. Das sieht für den Moment ganz gut aus. Einmal frei, sehr schön. So, hier sind jetzt unsere Büros von gestern entstanden. Wie sehen die denn jetzt eigentlich aus? Ja, okay, der Parkplatz hier ist ein bisschen kritzekrumm, aber man kann ihn so durchgehen lassen, würde ich sagen. Der sieht auch nicht wirklich hübsch aus. Aber für den Moment lassen wir das mal so. Jetzt wäre die Überlegung, hier vielleicht noch eine weitere Straße anzulegen. Wie sieht denn das Gelände hier im Übrigen aus? Halt, Geländetool. Hier ist unser Geländetool. Da müssten wir die Straße vielleicht auch mal ein bisschen verändern. Vielleicht ein bisschen das Ganze anheben. Die Pinselstärke etwas stärker, damit wir hier ein bisschen besser einzeichnen können. So, dass hier auch nochmal neue Gebäude entstehen können. Ja, ein bisschen größer darf es dann doch schon sein. Also so vielleicht. Dann lege ich hier nochmal eine Straße an. Kann eigentlich ungefähr hier so verlaufen. Und dann mit so einer kleinen Kurve hier runter. Ah. Nicht so eine ganz steile Kurve. Ich hätte ganz gerne so ein bisschen im Winkel. So hier, genau. Dann das Ganze hier an die Straße gerade einbinden. Macht er gerade nicht. Ah. Machen wir es so. Und hier kommen dann auch nochmal ein paar Bürogebäude hin. Warum nicht? So, hier vielleicht nochmal eins hin. Hier an der Straße. Mal sehen, was das hier für so einen Kasten ergeben kann. Und dann lassen wir das Spiel mal ein bisschen werkeln und schauen mal, was passiert. So, wie sieht es hier aus? Hier unten haben wir eigentlich auch eine relativ große Freifläche, so dass wir eigentlich auch hier runter gehen könnten. Das Gelände ist hier auch relativ eben, aber nur
Es geht leicht bergab, sagen wir es mal so. Mal schauen, ob wir da irgendwas draus machen können. Irgendwie hier so an den Pfosten vorbei und dann das Ganze hier so anbinden vielleicht. Und dann werden wir hier auch noch mal ein paar Büros hinsetzen. In der Hoffnung, dass das einigermaßen gut ausschaut. So. Sehr schön. Hier entstehen die nächsten Bürogebäude. Also wir sehen, diese Nachfrage ist wirklich sehr, sehr stark im Moment. Daher macht es auch Sinn, dass wir wirklich ja, alle Bereiche so ein bisschen auch entsprechend vorbereiten für Büros. Auch hier wird gebaut, obwohl hier so ein riesen Antennenmast ist. Aber ich sag mal, Büros sind da ja nicht ganz so von betroffen wie Einwohner, die nachts dann schlafen. Hier haben wir einen kleinen Verkehrsstau. Woran liegt das? An den ganzen Ampeln. Der zieht sich aber bis in die Stadt hinein. Dann hier durch die kleine Straße. Hier lockert sich das Ganze wieder auf. Also hier staut sich es noch im Moment extrem. Da müssen wir mal sehen, dass wir mit ein paar Bussen dann vielleicht das Ganze lösen. So, wie sieht es jetzt aus? Wir kriegen jetzt ja langsam wieder Zuwachs. Wir müssen auf unseren Strom ein bisschen achten. Denn wir haben den ja momentan ein bisschen runtergefahren, weil wir eine Überproduktion hatten. Jetzt im Moment sieht es aber danach aus, dass wir noch ja, ganz gut uns hier platziert haben. Wir machen zwar keine 20.000 plus mehr, aber noch ordentliche 10.000. Da ist jetzt wieder die Frage, warum das so ist. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich vergessen habe. Ich wollte doch eigentlich mal schauen, warum ich hier keine Nahrung mehr habe. Das war irgendwas mit, ich habe zu wenig Rohstoffe. Die Amazon-Höhen hätten hier auf jeden Fall nochmal einen schönen Bereich. Kriege ich hier vielleicht noch irgendeine Farm hin, eine Lebensmittelfarm? Wie sehe das aus? Das ist eine gute Frage. Aber hier wäre echt nochmal ein Bereich, den man nutzen sollte. Hier so. Mit dem Hügel. Ja, mit dem Hügel vielleicht ein bisschen kletten. Ich meine, jetzt wo ich weiß, wie man hier Rampen erzeugt, sollte das eigentlich gar kein Problem mehr sein. So. Und jetzt schauen wir mal. Wenn wir jetzt nochmal auf Rohstoffe gehen, dann haben wir jetzt hier relativ schön stark grün. Das heißt, wir müssten hier sozusagen nochmal ein kleines Gebiet machen. Das sehe ich jetzt praktisch so aus. Und in diesem Gebiet wird dann nochmal praktisch die Agrarindustrie eingestellt. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir jetzt hier Straßen hin? Das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach, dass wir hier noch ordentlich Straßen hinbekommen. Wie sieht das denn aus, wenn wir das so machen? Und nochmal. Ja, oder warte mal. Ich würde es mit der Einbahnstraße schon belassen wollen. Bin ich denn jetzt im Gebiet drin? Ja, bin ich. Okay. Wir schauen nochmal kurz hier. Das sieht auch noch gut aus. Ich werde jetzt hier einfach mal Industrie hinsetzen. Mal sehen, was passiert. Ob hier Agrarindustrie entsteht oder nicht. Wasser sollte hier vorhanden sein, eher nicht ganz. Das sollten wir nochmal hier verbinden. Strom aber sollte hier. Okay. Auch nicht so richtig vorhanden sein. Ziehen wir mal eine Leitung hier rüber. Für den Moment. Und schauen mal, ob das hier was wird. Keine Ahnung, wie hier Agrar auf unseren Amazon-Hügel wirkt, aber wir können es probieren. Können wir den denn eigentlich rausnehmen?
Machen wir es anders. Nehmen wir hier doch einfach mal Amazon Böen. Und zwar Landwirt. So. Der Landwirt. Genau, so machen wir es. So, okay. Haben wir das auch erledigt. Man sieht hier auf jeden Fall entsteht was. Müssen wir schauen, ob das vernünftig aussieht am Ende oder nicht. Oh, man hört cool. Ist ja cool. Wo sind die denn? Ach da. Ach, ist ja niedlich. Und einen Krach machen die. Ist das cool. Okay. Schauen wir mal, wie weit das dann funktioniert. Aber ich denke mal, das könnte uns ein bisschen helfen, nach vorne zu kommen. Oha, hier ist wieder ein Waldbrand im Gange. Aber noch keine Einsatzkräfte vor Ort. Ich hoffe, der Brand geht hier nicht über auf unser Reichenviertel, die Obrigkeiten. Das wäre doch ein bisschen Schatt drum. Ansonsten, hier brennt es auch. Also mit Bränden haben wir es momentan, aber das ist wahrscheinlich dem Gewitter geschuldet. Aber es sind auch so spektakuläre, geniale Aufnahmen dabei. Einfach nur schön. Schön anzusehen. Ja. Es ist doch erstaunlich, was wir jetzt mittlerweile in 96 Folgen Vanilla Bay geschaffen haben. Und wir haben immer noch ein bisschen Platz. Hier wird es dann nun bald losgehen. Ich habe ja angekündigt, in der 100. Folge werden wir dann ein Fußballstadion bauen. Vielleicht machen wir daraus auch eine Special-Folge, so dass ich wirklich mit dem Bau komplett abgeschlossen habe. Da habe ich ja auch mir noch ein bisschen was überlegt. Dazu muss ich aber noch ein paar Vorbereitungen treffen. Eigentlich wäre es hier prädestiniert dafür, so ein richtig schönes Waldstadion hinzubauen. Das Problem an sich, was ich noch habe, ich habe noch keine Verbindung zur Autobahn. Das heißt, wir müssen da eventuell noch mal eine Autobahn rüberlegen, dass die Leute direkt von der Autobahn noch mal hier rüberkommen. Das wäre eigentlich auch noch mal eine richtig geniale Geschichte. Dann hätten wir 3 Zufahrtswege, 2-mal innerstädtisch und dann 1-mal praktisch über die Autobahn. Das macht doch auf jeden Fall Spaß. Sehr schön. So, wir gehen mal wieder das Interface. Und wir sehen, okay, momentan machen wir jetzt doch wieder weniger Plus. Woran liegt das jetzt? Am Strom liegt es zumindest nicht. Das ist soweit alles noch okay. Bevölkerungswachstum ist momentan ein bisschen weniger geworden. Aber wir liegen momentan bei 84.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Grundschule ist im mittleren Bereich. Also wir haben noch 7 Plätze über. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr über. Die Oberschule ist auch soweit in Ordnung. Also das passt eigentlich jetzt alles von der Sache her. Wie sieht es denn aus mit der Kriminalität? 7% mittlerweile. Oh, oh, oh. Wir waren doch mal bei 5%. Warum sind wir denn jetzt bei 7? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich meine, hier wird Kriminalität überhaupt nicht gerade groß geschrieben. Mittelplatz hat sich doch jetzt eigentlich verdient, auch eine kleine Polizeistation zu bekommen. Schauen wir mal, wo wir die hier platzieren. Vielleicht hier noch am Bahnhofsgelände, so am außerhalb. Könnte ja auch die Bahnpolizei sein, wer weiß das schon. Aber das sieht gut aus, genau, sehr schön. Die nehmen ihre Arbeit auf, wir machen wieder ein bisschen mehr Plus, das ist ordentlich. Und 85.000 zählen wir. Das ist perfekt, sehr schön. So kann es weitergehen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier langsam, ja, wir haben hier immer noch sehr viel Nachfrage nach Büros. Kriegen wir nicht noch ein paar Büros hier rein? Ja, hier ist schon fast eigentlich das Gelände zu Ende, wenn man es mal so sieht. Ist natürlich schwierig. Wie sieht es denn hier aus? Ja, hier ist eigentlich auch schon fast alles ausgemerzt. Also man könnte jetzt praktisch hier in diese freien Bereiche bauen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht. Hier oben könnte man dann noch mal ein paar Büros machen. So vielleicht.
an der Stephaniestraße runter zum Strand, zum Tourismusgebiet, auf dem Bahnhof gezielt. Ne? Das, mit dieser kleinen Anhöhe würde das ganz gut aussehen, glaube ich. So vielleicht. Sehr schön. Also hier machen wir auf jeden Fall nochmal schön Büros hin. Bringt uns auch ein paar Einnahmen. Und dann hätte ich eigentlich als nächste Idee, das wäre jetzt aber die Frage, ob wir das überhaupt hinkriegen. Da müssen wir mal schauen. Schiffe. Und zwar einen Frachthafen-Umschlagplatz. Ah, das ist belegt, das ist belegt. Also den werde ich praktisch nur hier unten hinbekommen. Ah, schade. Ich hätte ihn dann ganz gerne hier durchgelotst, aber das kriegen wir leider nicht hin. Ein Fährendepot. Macht es Sinn, die Leute von hier runter zu fahren lassen? Warum nicht eigentlich? Aber hier ist nur der Industriebereich. Vom Kent Park aber allerdings, da kann ich mir das schon wiederum ganz gut vorstellen. Ich glaube, das ist eine der nächsten Sachen, die wir machen werden. Dann können wir nämlich hier Schiffe runterfahren lassen. Das ist doch auch nicht schlecht. Gut, meine Lieben, wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel vor. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben ein bisschen Geld verdient, aber noch lange nicht genug. Und daher würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, lasst ein Abo da. In diesem Sinne, euer Punky vom Punky Let's Zock. Bye, bye.